22. Juni 1941, 3.15 Uhr. Auf einer Breite von 1600 Kilometern dringen deutsche Soldaten in die Sowjetunion ein. Zur gleichen Zeit greifen Kampfflugzeuge die sowjetischen Militärflugplätze an. Sie sind einige Stunden früher gestartet, in großer Höhe in den russischen Luftraum eingedrungen und zeitgleich mit Beginn der Bodenoffensive über ihren Zielen angekommen. Das Unternehmen Barbarossa ist kein Planspiel mehr, sondern tödliche Wirklichkeit. Nennenswerten Widerstand gibt es am ersten Kriegstag nur an wenigen Stellen. Eine davon ist diese Festung. Wir stehen hier am Bug bei Brest. Im Hintergrund die alte Zitadelle. Heute ist der Fluss die Grenze zwischen der Sowjetunion und Polen. Damals trennt er nach dem Hitler-Stalin-Pakt die Machtgebiete beider Diktatoren. Nur wenige Soldaten aus der deutschen Heeresgruppe Mitte, die hier angreift, wissen, dass der Überfall am gleichen Tag beginnt, wie 129 Jahre vorher auch Napoleonssturm. Hitlers Propaganda ruft zum Kreuzzug ganz Europas gegen Stalins Bolschewismus auf. Doch Eingeweihte in den Führungsstäben wissen schon, was dieser Hakenkreuzzug wirklich sein soll. Ein barbarischer Vernichtungsfeldzug für den Wahn vom Lebensraum im Osten. Die Überraschung ist an diesem ersten Kriegstag jedenfalls perfekt. Fast alle Brücken werden unzerstört genommen. Wie war das eigentlich möglich? Ich meine, die Sowjetarmee war doch gewarnt. Der Krieg kommt wahrscheinlich für die Menschen immer unerwartet. Es lag nicht nur an Stalins Fehleinschätzung, dass es uns so kalt erwischte. Die Armee war ohne Führung, die besten Offiziere waren liquidiert worden. Die Umstellung der Rüstungsindustrie war noch nicht abgeschlossen. Durch die allgemeine Unterdrückungspraxis herrschte eine Atmosphäre der Angst. Auf der anderen Seite wurde uns in die Köpfe gehämmert, dass wir überzeugt sein sollen von unserer großen Kraft und Unbesiegbarkeit. Ja, wir waren entschlossen, jeden beliebigen Feind sofort zu zerschlagen. Und wir konnten uns nicht vorstellen, dass diejenigen, die hier an den Ufern des Bug fielen, die grauenhafte Rechnung erst eröffneten, der viele Millionen während des schweren und langen Krieges zum Opfer fielen. Während die Wehrmacht an der Front im Osten wie befohlen Blitzkrieg führt, wird die Bevölkerung in der Heimat am frühen Morgen von Fanfarenstößen geweckt. Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni. Das Haus des Rundfunks. Zum ersten Mal ertönt über alle deutschen Sender das triumphale Thema aus Liszt's Les Préludes. Propagandaminister Goebbels hat es umgestalten lassen und missbraucht es als Signal für den Russlandfeldzug. Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Proklamation des Führers. Sie enthüllt zum ersten Hitler überlässt es Goebbels, dem schockierten Volk den Überfall auf Russland beizubringen. Mit der fadenscheinigen Begründung, Stalin habe die Verträge mit dem Reich gebrochen. Der heuchlerische Aufruf endet mit den Worten: Ich habe mich entschlossen,
das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Und diese Soldaten funktionieren anfangs wie gewohnt, auch wenn nicht alle überzeugt sind von den Argumenten ihres Führers. Im Auswärtigen Amt wird mit dem üblichen Propagandaaufwand eine Pressekonferenz inszeniert. Statt einer offiziellen Kriegserklärung verliest Außenminister Ribbentrop eine Note Hitlers an den Kreml. Auch darin wird Vertragsbruch angeführt, als Vorwand für den Krieg. Im Generalstab des Heeres ist das Unternehmen Barbarossa bis ins kleinste Detail ausgearbeitet worden. Entscheidend ist die reibungslose Abstimmung von Panzern und Flugzeugen, Artillerie und Infanterie. Die Heeresgruppe Nord soll mit schnellen Panzerkeilen bis zur Düna vorstoßen, möglichst rasch das Baltikum besetzen und die feindlichen Verbände umzingeln. Nachrückende Infanterieeinheiten haben den Auftrag, die Kessel aufzureiben. Endziel Leningrad. Nach dem gleichen Muster soll die Heeresgruppe Mitte auf der Achse Brest-Smolensk Richtung Moskau vorstoßen. Die Heeresgruppe Süd ist auf Kiew angesetzt, die Hauptstadt der Ukraine. Ihr Fernziel aber ist das Industriegebiet am Donetsbecken. An der Heimatfront kämpfen unterdessen die Knappen aus Schalke gegen Rapid Wien um die deutsche Fußballmeisterschaft, scheinbar ungerührt von den Ereignissen im Osten. 3:0 für Schalke! Der Kampf scheint bereits entschieden. Da stürmen die Wiener los, gleichen aus und gewinnen schließlich mit 4:3 Toren die zweite deutsche Kriegsfußballmeisterschaft. Sie ist zum ersten Male deutscher Fußballmeister. Man nennt mich Miss Wayne, die berühmte, bekannte Jester. Die nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante. No, sir. Rundfunk und Presse sind angehalten, der eher skeptischen Bevölkerung Hitlers Eroberungsfeldzug als Glaubenskrieg gegen Stalins Bolschewismus zu verkaufen. Aber viele bleiben skeptisch. Das war ein sehr ernster Moment. Also das Wort Krieg hatte immer einen tiefen Schrecken für mich. Man wusste ja, es kommt jetzt irgendwas. Und das war ein ganz tief bewegender, angstmachender Moment, fand ich. Während die deutschen Panzerspitzen rasch ins Landesinnere vorstoßen, wird um die Zitadelle von Brest noch immer heftig gekämpft. Immer wieder riesige Feuermassen. Die Luftwaffe von oben, unten alles, was eine Armee so hat, Mörser, Maschinengewehre. Und alles gleichzeitig. Und immer wieder griff das 125. Infanterieregiment an. Unsere Leute sind einfach weggelaufen vor diesem Massenangriff. Sie sind direkt ans Ufer des Bug gelaufen. Und als wir diesen ganzen Aufmarsch auf der anderen Seite gesehen haben, haben wir sofort begriffen, was das heißt. Deutsche. Das heißt Krieg. Wir mussten antreten und über den Erdwall zu unserem Pferdestall rennen. Pferde anspannen, Munition aufladen, alles in ziemlicher Hektik. Und die ersten Fuhrwerke waren noch da drüben am Nordtor. Da kamen von Westen auch schon die deutschen Flugzeuge. Sie sahen unsere Fuhrwerke, gingen im Sturzflug fast bis zum Erdboden runter und beschossen die Fuhrwerke mit großkalibrigen Maschinengewehren. Da begriff ich schon in den ersten Minuten, was Krieg bedeutet. Rund um mich tote und verwundete Kameraden und tote Pferde. Und dann drang auch schon die deutsche Infanterie von der Eisenbahn her in die Festung ein. Die Verteidiger der Festung leisten noch wochenlang Widerstand, die meisten bis zum Tod. Nur Verletzte gehen in Gefangenschaft.
Im Kreml hat in den frühen Morgenstunden Außenminister Molotow vom deutschen Botschafter eine Note entgegengenommen, die einer Kriegserklärung gleichkommt. In Stalins Arbeitszimmer tritt das Politbüro zusammen. Die Parteiführer sind ratlos. Von den Grenzen treffen eher verwirrende Meldungen ein. Oft sind sie widersprüchlich. Deutsche Fallschirmjäger haben viele Nachrichtenverbindungen gekappt. Stalin kann es immer noch nicht fassen, dass er sich getäuscht hat. Er, der sich auch gern Führer, Woscht, nennen lässt, ist zutiefst verstört. Die einzige wirksame Entscheidung, die das Gremium trifft, ist die Bildung eines neuen Oberkommandos, der Stawka. Unter dem Vorsitz von Verteidigungsminister Timoschenko gehören ihr unter anderem die Politbüromitglieder Molotow, Stanow und Malenkov an. Wer von ihnen soll den Bürgern die Nachricht vom deutschen Überfall beibringen? Stalin lehnt ab, Molotow muss an die Front. Hier spricht Moskau. Wir übertragen eine wichtige Regierungsmitteilung. Bürger und Bürgerinnen der Sowjetunion. Heute um 4 Uhr früh überfielen die deutschen Truppen ohne Kriegserklärung unser Land, indem sie unsere Grenzen an vielen Stellen angriffen. Der Überfall auf unser Land wurde unternommen, obwohl zwischen der Sowjetunion und Deutschland ein Nicht-Angriffspakt abgeschlossen wurde und die Sowjetregierung alle Bedingungen dieses Vertrages mit voller Gewissenhaftigkeit einhielt. Plötzlich wimmelten die Straßen von Menschen. Verzweiflung machte sich breit. Niemand wusste, wie jetzt weiterleben, was tun. Ich wusste nicht, ob ich ins Theater gehen sollte, weiterspielen oder nicht hingehen. Bei der Vorstellung waren dann nur sehr wenige Zuschauer, fast keine. Trotzdem dachte damals keiner daran, dass der Krieg so furchtbar werden würde, wie er dann war. Also bei den jüngeren Kreisen herrschte Optimismus aus der Erfahrung des bisherigen Verlaufes des Krieges. Und wir teilten die Bedenken der Älteren, auch ich die Bedenken meines Kommandeurs nicht. Wir haben also da reingeschossen in ein Geschehen mit Reitschul und mit singenden und tanzenden und trinkenden Menschen. Und es war entsetzlich, was unsere Granaten da angerichtet haben. Das ist etwas, was ich immer wieder verdrängen muss. So schrecklich war das. Die ersten Toten, viele Toten auf deutscher, auf russischer Seite, gaben also schon dem jungen Soldaten einen Vorgeschmack, was uns da erwarten würde. Dem Führer zu folgen, scheinen auch andere Länder bereit, mit unterschiedlicher Begeisterung. Einige schicken Soldaten, andere legen nur Lippenbekenntnisse ab. Währenddessen dringen deutsche Truppen immer tiefer in die Sowjetunion ein. Panzer sind so schnell, dass die Infanterie kaum nachkommt. Tagesmärsche von 50 und mehr Kilometern zu Fuß sind keine Seltenheit. Die Heeresgruppe Nord ist schon nach 2 Tagen in Wilna. Bei der Heeresgruppe Mitte deutet sich eine erste Umschließung größerer sowjetischer Verbände zwischen Bialystok und Minsk an. Auch im Süden gibt es sofort klare Geländegewinne. Aber hier ist der sowjetische Widerstand stärker und besser organisiert. Nach dem Schock der ersten Tage wird vielen sowjetischen Soldaten klar, dass es in diesem Krieg um mehr geht als um die Verteidigung des eigenen Territoriums.
Das war eine absolute Überzeugung, eine sehr feste Überzeugung und auch dementsprechende Emotionen, dass das der heilige Krieg kommt, der Krieg gegen den Faschismus, dass meine Heimat verteidigt werden muss und dass endlich mit dem Faschismus abgerechnet werden muss. Zunächst jedoch ist die Verteidigung der Heimat vordringlicher. Die deutsche Luftwaffe zerstört bis weit ins Hinterland hinein Nachschubwege, Industrie- und Militäranlagen. Sie kann sich fast uneingeschränkt bewegen. Allein am ersten Kriegstag hat sie über 1200 sowjetische Maschinen ausgeschaltet. Schlag auf Schlag treffen im Kreml die Katastrophenmeldungen ein. Stalin verliert die Fassung und zieht sich in seine Datscha zurück. Seine engsten Mitarbeiter, unter ihnen Molotow und Geheimdienstchef Beria, bedrängen ihn auch dort. Ihr Wunsch ist eine wirksame Befehlsstruktur mit schnelleren Entscheidungen. Ergebnis: ein weiteres Komitee. Der Woscht ist einverstanden. Doch erst einige Tage später kommt er ins Hauptquartier. Als er die Frontlage sieht, kanzelt er die Generäle ab. Den Kommandeur der Westfront, Pawlow, löst er ab und ersetzt ihn durch Verteidigungsminister Timoschenko. Auch der Oberbefehlshaber der Nordwestfront wird gegen Marschall Woroschilow ausgetauscht. Und die Südwestfront übernimmt kurz darauf der legendäre Reitergeneral Budjoni. Stalin war verstört und verzweifelt. Er verlangte, dass man ihn ständig auf dem neuesten Stand hielt. Aber von der Front kamen widersprüchliche Meldungen. Im Radio wurde zunächst verbreitet, unsere Armee leiste in manchen Gegenden hartnäckig Widerstand. Und einen Tag später konnte man dann hören, dass die Deutschen schon wieder 50 bis 70 Kilometer weiter nach Osten vorgerückt waren. Nicht nur die einfachen Soldaten hatten keine klare Vorstellung vom Charakter dieses Krieges, auch in der Stawka herrschte ziemliche Unklarheit. Klar ist inzwischen nur, dass alle aufgerufen sind, die Heimat zu verteidigen. Also ich dachte, ich war fest überzeugt, dass ich sofort einberufen werde. Und da ich Deutsch spreche, rechnete ich damit, dass ich mit einem Fallschirm irgendwo in Deutschland landen werde und Genossen aufsuche. Ziemlich dumme Vorstellungen. Mich sammelte ganz schnell ein Sack, nahm Abschied und rannte zum Meldeamt zu. Und der sagte, also lasst mich in Ruhe, es ist ja Krieg, Krieg muss Ordnung sein. Wartet, setzt zu Hause, wenn ihr wartet, bis ihr gerufen werdet, war ich nicht der Einzige. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es tat richtig weh. Dieses Gefühl eines herannahenden Schmerzes, vor dem es kein Entrinnen gab. Wirklich, ein schlimmes Gefühl. Von dem Augenblick an war mein Herz regelrecht verkrampft. Ich war auf dem Land und fuhr sofort zurück in die Stadt. Da lief ich zu den Kirov-Werken, wo ich damals arbeitete. Vor dem Büro des Jugendkomitees stand eine lange Schlange von Menschen, die sich als Freiwillige eintragen lassen wollten. Ich habe mich auch im Nationalen Opferverein eingetragen. Ein paar Tage lang kriegten wir dann eine militärische Ausbildung. Schießen, Kampfübungen und so weiter. Und kurz darauf waren wir schon an der Front. Auf dem Wege nach Minsk. Immer wieder kommt es zu erbitterten Straßenkämpfen. Die Bolschewisten weichen auch hier nur Schritt um Schritt zurück.
Trotzdem fällt die Stadt am 27. Juni in deutsche Hand. Der Fall von Minsk bringt Stalins seelische Verfassung auf den Tiefpunkt. Geheimdienstchef Beria behauptet später, zu dieser Zeit habe Stalin sogar an eine Kompromisslösung gedacht. Er sei bereit gewesen, das Baltikum sowie Teile Weißrusslands und der Ukraine an Hitler abzutreten. Und die deutsche Kriegsmaschine schiebt sich, scheinbar unaufhaltsam, immer weiter vor. Schließt den Kessel von Bialystok und Minsk und zerschlägt dabei drei sowjetische Armeen. Und wieder triumphiert die deutsche Wochenschau im Herrenmenschenton. Die umliegenden Wälder werden gesäubert. Zu Tausenden strömen die Gefangenen heraus. ...3.332 Panzer, 1.809 Geschütze und gewaltige Mengen sonstiger Waffen wurden allein in dieser Schlacht erbeutet oder vernichtet. Bis zu diesem Zeitpunkt stieg der Gesamtverlust der Sowjets an Panzern auf über 7.600. Die Zahl der Gefangenen wird mit 323.000 angegeben. Sie gehen einem düsteren Schicksal entgegen. Trotz dieser Erfolge versucht die OKW-Zentrale in Berlin, wieder besseres Wissen, der Roten Armee nachträglich Angriffsabsichten zu unterstellen. Die ersten 5 Operationstage haben bewiesen, dass die sowjetrussische Wehrmacht zum Angriff gegen Mitteleuropa bereit war. Die Aufstellung der Roten Armee war angriffsmäßig, nicht defensiv. Das hat dann später zu der These geführt, wir sind präventiv einem unmittelbar bevorstehenden Angriff der Roten Armee zuvorgekommen. Ich glaube, unmittelbar ist falsch. Aber mittelbar in einigen Monaten oder Jahren hätte möglicherweise eine solche Operation stattfinden. Tatsächlich bereitete sich Stalin auf den Krieg vor, obwohl er innerlich nicht an ihn glaubte. 20 Tage vor Kriegsbeginn sagte er vor seinen engsten Mitarbeitern wortwörtlich: Nach den vorliegenden Informationen können wir einem Krieg nicht mehr entgehen. Wahrscheinlich beginnt er im Frühjahr nächsten Jahres. Das sagt alles über das Ausmaß der falschen Vorstellungen, die er damals hatte. Wir haben damals keine Feststellung machen können, dass, was heute manchmal behauptet wird, dass die Russen damals selber einen Angriff planten. Es stellte sich dann sehr bald heraus, dass die Russen auf Abwehr eingestellt waren und sie waren auch bedingt abwehrbereit, als der deutsche Angriff begann. Sie waren so postiert, dass an der Grenze im Wesentlichen, also Schützendivisionen, Infanteriedivisionen standen. Die Panzertruppen waren aber in diesem Fall weiter rückwärts aufgestellt und die hätten aber in einem Angriffsfall der sowjetischen Armee dichter an die Grenze herangeschoben werden müssen. Stattdessen erwartet die deutschen Truppen mancherorts eine freundliche Bevölkerung. Als wir die ukrainische Grenze überschritten, das heißt, wir überfuhren sie ja, wurden wir mit Triumphbogen von der Bevölkerung begeistert begrüßt. Ganz eigenartig, sie brachten uns nicht nur die herkömmliche Gabe Brot und Salz, sie brachten uns Eier und Obstfeier mitten im Sommer und haben uns mit Freundlichkeit als ihre Befreier begrüßt. Die scheinbar Befreiten können nicht ahnen, dass sie nur einen Diktator gegen den anderen eintauschen, Hitler statt Stalin. Der wendet sich am 3. Juli zum ersten Mal selbst an die Völker der Sowjetunion. Der Woscht appelliert an die patriotischen Gefühle seiner Zuhörer und versucht sie einzuschwören auf den gemeinsamen Kampf gegen den Aggressor. Seine Zauberformel heißt: Der große vaterländische Krieg. Dann wird er konkret. Das gesamte rollende Material der Eisenbahn muss fortgebracht werden. Alles wertvolle Gut, das nicht abtransportiert werden kann, muss unbedingt vernichtet werden. In den vom Feind besetzten Gebieten müssen Partisanenabteilungen gebildet werden.
zur Entfachung des Partisanenkrieges überall und allerorts. Zur Sprengung von Brücken und Straßen, Zerstörung von Telefon- und Telegrafenverbindungen, Niederbrennen von Wäldern, von Depots und Trains. Den Krieg gegen das faschistische Deutschland darf man nicht als einen gewöhnlichen Krieg betrachten. Er ist nicht nur ein Krieg zwischen zwei Armeen. Er ist zugleich der große Krieg des ganzen Sowjetvolkes gegen die faschistischen deutschen Truppen. Am gleichen Tag taucht im Mittelabschnitt ein neuer sowjetischer Panzer auf, der T-34. Er ist in Panzerung und Feuerkraft den deutschen Typen deutlich überlegen. Zum Glück für die Wehrmacht ist die Produktion gerade erst angelaufen. Doch sein Erscheinen ist ein Indiz für die Fehleinschätzung der sowjetischen Rüstungsindustrie durch die deutsche Führung. Dennoch ungebremste Siegesstimmung im sogenannten Führerhauptquartier, der Wolfsschanze. Seit Kriegsbeginn hat sich Hitler in die Abgeschiedenheit der ostpreußischen Wälder zurückgezogen. Zweimal täglich wird er hier im Lagerbunker von den Generälen Keitel, Jodl und Halder mit immer neuen Siegesmeldungen überschüttet. Die Heeresgruppe Nord ist inzwischen nur noch 100 Kilometer von Leningrad entfernt und formiert sich zu einem Stoß auf den ersten Befestigungsring um die Stadt. Im Mittelabschnitt haben Guderians Panzerdivisionen den Dnjepr erreicht und dabei auch eine weitere neue Waffe der Sowjets kennengelernt, von den Deutschen respektvoll Stalin-Orgel genannt. Katjuscha, wie das Geschütz bei den Russen heißt, spuckt unter gewaltigem Heulen ganze Salven großkalibriger Granaten aus und bringt selbst altgediente Soldaten zum Zittern. Die Panzerspitzen der Heeresgruppe Süd sind inzwischen bis in die Nähe von Kiew vorgedrungen. In einigen eingenommenen Städten stoßen die deutschen Truppen auf Leichen ukrainischer Nationalisten. Sie waren im Zuge einer landesweiten Repressionswelle als politisch unzuverlässig inhaftiert worden. Kurz bevor die Deutschen die Gefängnisse stürmten, wurden sie von ihren Bewachern erschossen. Die deutsche Presse bringt diese Funde als Schlagzeile groß heraus. Nicht berichtet wird von der systematisch anlaufenden Mordaktion gegen die Juden in den besetzten Gebieten. Schon im März 1941 war festgelegt worden, dass möglichst dicht hinter der kämpfenden Truppe der Sicherheitsdienst der SS sogenannte Sonderaufgaben übernimmt. Darin kommt der zweite wesentliche Punkt aus Hitlers politischem Programm zum Tragen. Außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit das nicht die Blutung sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Vier Einsatzgruppen gehen sofort nach Kriegsbeginn an ihr grausames Werk und halten die Ergebnisse in präzisen Listen fest. Aus dem Bericht der Einsatzgruppe B vom 24. Juli. In Minsk ist nunmehr die gesamte jüdische Intelligenzschicht, Lehrer, Professoren, Rechtsanwälte mit Ausnahme der Mediziner liquidiert worden. Es gab aber jedenfalls für mich schon sehr düstere Eindrücke. Als Landoffizier sah ich, wie hinter uns die kämpfenden Truppen, Sicherheitstruppen SD, einzogen und zum Beispiel in der Stadt Tarnopol, eine bekannte Stadt, die in erster Linie bewohnt war von Juden, die Juden zusammengetrieben wurden, mit Hilfe der Ukrainer, muss man dazu sagen, denn die wussten, wo die Juden wohnten. Und ich weiß noch die Reaktion meines Generals, als ich ihm das berichtete, dass er sofort verbot, dass auch nur ein Angehöriger seiner Division noch diese Gegend betreten dürfe, in denen solche Maßnahmen stattfanden. In Deutschland wissen vorerst nur wenige Eingeweihte von diesen Gräueltaten. Siegesmeldungen in Rundfunk und Presse sollen die Menschen freudig stimmen. Heroisch aufgemachte Filme, künstlich Kriegsbegeisterung entfachen. Feinde zeigen alle auf Park, südlich von ist! Also los, Hans, rein in Park! Wir gehen auf Ziel 2, Marnebrücke. Mach's gut, Hans! Mach's gut, Heim. Achtung, siebte! Ziel, Park, südlich von Dorf! Hinein mit Sack und Flöte!
Doch in den Zeitungen tauchen auch die ersten Todesanzeigen von der Ostfront auf. Schon 15.000 Soldaten sind bis Mitte Juli gefallen. Dennoch geht der Kampf mit unverminderter Härte weiter. Die Deutschen sind immer wieder überrascht vom hartnäckigen Widerstand der russischen Soldaten, die sich oft eher erschießen lassen, als sich zu ergeben. Wenn man natürlich mit russischen Einheiten zusammengekommen ist, haben die natürlich schon erbittert gekämpft. Die haben genau gewusst, was los ist. Wir haben es auch gewusst, was los ist. Bei uns hat den Auftrag geheißen, wir müssen das Ziel oder das Ziel wird erreicht. Und die Russen haben wahrscheinlich den Auftrag gehabt, halten so viel wie möglich, dass unsere Einheiten nicht so stark durchstarten. Aber so waren die russischen Soldaten genau dieselben Kämpfer wie die unseren auch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da mal Einheiten dabei waren, die gleich massig übergelaufen werden. Das wenig. Aber es war ja unsere Pflicht, das Vaterland zu verteidigen. Darauf haben wir ja unseren militärischen Eid abgelegt. Es gab auch sehr viel Patriotismus. Aber für uns alle war es eine ganz extreme Situation. Wir mussten uns eben verteidigen. Zugegeben, wir haben nicht stürmisch angegriffen. Aber wir waren ja auch ständig eingekesselt. In Moskau ist die Führung mittlerweile besser auf die deutsche Strategie eingestellt. Stalin hat sich selbst zum Volkskommissar für Verteidigung gemacht und er bemüht sich intensiv um materielle Unterstützung durch die Westmächte. Doch zunächst wird die Lage immer schwieriger. Unterstützt von mehreren Infanteriedivisionen formiert sich die Panzergruppe 2 unter Generaloberst Guderian zur Einnahme von Smolensk, 300 Kilometer vor Moskau. Der Stadtkommandant hat Befehl zur totalen Verteidigung. Zusätzliche Panzersperren, Stacheldraht und Minenfelder sollen die Deutschen aufhalten. Doch während sich die sowjetischen Panzer nach Westen orientieren, greifen die Deutschen von Südosten her an, dringen in die Stadt ein und erobern sie im Laufe eines Tages. Und auch der Kessel um Smolensk wird nun geschlossen. Mit weiteren schlimmen Verlusten für die Rote Armee. Die Deutschen in Smolensk. Das erste operative Ziel des Unternehmens Barbarossa ist erreicht. Diese Filmszenen haben deutsche Kameraleute vor 50 Jahren hier an dieser Stelle gedreht. Als Beleg für den vorläufigen Erfolg des Blitzkrieges. Um den Preis unglaublicher Verluste auf beiden Seiten, ungeachtet der Aufopferungsbereitschaft der sowjetischen Soldaten, trotz der zum ersten Mal eingesetzten Katjuschas, von den deutschen Stalinorgeln genannt, wurde Smolensk eingenommen. Und schon konnte man die Hand nach Moskau ausstrecken. Es lag nur noch rund 300 Kilometer entfernt. Aber trotzdem traten in der Doktrin vom Blitzkrieg die ersten Risse auf. Ausgerechnet in Smolensk, an diesem so wichtigen strategischen Punkt, brachte Hitler seine Truppen zum ersten Mal seit Kriegsbeginn zum Stillstand. Stillstand war das aber eigentlich noch nicht. Die Deutschen dachten damals, dass der sogenannte Blitzkrieg hier nur eine Pause einlegt und der Vormarsch dann mit frischen Kräften Richtung Moskau weitergeht. Die Generäle wussten, dass das ganze Unternehmen Barbarossa ein Wabonspiel war, ein Wettlauf mit der Zeit. Und dass vor allem die Eroberung der Hauptstadt militärisch und moralisch eine Vorentscheidung bringen müsse. Beim Anblick der Gefangenenkolonnen lag die Illusion ja nah, die Kraft des Gegners sei bereits gebrochen. Doch der Widerstand begann ja erst im Hinterland, wo das brutale Vorgehen der SS bald Hunderttausende ins Partisanenlager treiben sollte und vor allem an der Front. Doch damals, Juli 41, warten alle auf den Sturmbefehl nach Moskau. Aber er bleibt aus. Warum sich Hitler nicht entscheiden kann, was er nach wochenlangem Zögern dann befiehlt und wie das für den weiteren Verlauf des Krieges vorentscheidend wird, erfahren Sie in der nächsten Folge.